Hallo ihr Lieben, wir basteln heute den Mittelteil des Büchleins. Der ist relativ einfach, hier geht es einfach nur um eine Klappseite nach oben und nach unten mit einem kleinen Fensterchen jeweils und in der Mitte sind diese Kärtchen drin, die quasi diese Laschenfunktion hier haben. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und Mitbasteln und wir sehen uns am Ende. Viel Spaß beim Basteln! Für die Mittelseite schneiden wir uns heute zwei solche Klappen zusammen. Na, eine nach oben, eine nach unten. Die sind 14,5 ungefähr und 14,5 hoch, damit sie halt hier nicht in die Seite reinlappen. So, an diesen Seiten dran sind nochmal Klappkarten. Und da nehmen wir quasi wieder. Ups. Ah, da sind sie. Habe ich jetzt so einen Reststreifen, weil ich hatte das ja auf 15 cm runtergekartet. Dann bleibt ja hier so ein Streifen wieder. Die Kamera ist gerade wieder mal ausgegangen. Ich weiß nicht warum. So, wir haben jetzt quasi eine Klappe. So, und diese Fotos, die man darauf machen kann, sind ja immer so 7 cm. Gibt ja diese kleinen Mini-Foto quasi, die man da draufkleben kann oder Passfotos oder ähnliches. Ja, und irgendwie sowas in die Richtung könnte man dann hier raufkleben. So, das geht quasi dann so auf. Genau. Ja, so. Und genauso groß, also nochmal. So, das sind 9 cm. Und breit habe ich das 6 cm gemacht. So, und falzen tue ich 1 cm für die andere Seite. Und dann sind jetzt ja hier noch diese Stecktaschen. Quasi unten kommt eine Tasche und dann oben zwei Streifen. Dafür nehme ich jetzt wieder hier diesen Rest, den ich übrig habe. Schneide mir den bei 16,5 cm ab. So. Falze 1 cm links, 1 cm rechts. So, und breit ist das Ding hier 6 cm. Das falze ich jetzt auch nochmal bei 1 cm. So. Dann habe ich die Tasche fertig. So, dann schneide ich hier unten die Ecken ab, dass ich das wie so eine Tasche auch einkleben kann. So, ups. Und jetzt nehme ich noch zwei Streifen. Ja, da könnt ihr super immer die Reste für verwenden. Und zwar mache ich den 3 cm. So. Und der soll 14,5 sein, also 16,5. So, und bei 1 cm jeweils falzen. So. So. Gucken wir mal. Hier ist die Tasche. Hier ist der 1 cm. Ja, dann machen wir jetzt daraus 2 cm. Das ist mir dann nämlich auch. Also 16,5. Thank you.
So, somit ist auch diese Seite fertig. Und ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Und ja, im nächsten Tutorial gibt es dann wieder den nächsten Part. Bis dann, ciao.